Das alte Feuerwehrauto haben wir zu diesem krassen Expeditionsmobil umgebaut. In diesem Video bauen wir die komplette Inneneinrichtung und am Ende zeigen wir euch den LKW einmal komplett. Außerdem ganz, ganz vielen Dank an Ecoflow. Die haben uns geholfen, unser Expeditionsmobil komplett autark zu machen. Dazu später mehr. Bevor wir damit anfangen können, müssen wir aber erstmal den Boden machen. Ich habe hier jetzt den Boden, den bauen wir einmal ein. Daniel hat eine Realisation. Ich habe einfach den Boden zu kurz abgeschnitten. Zack, ist die gute Laune weg. Ja, aber das kann nicht sein, ich habe das doch gemessen. Schon echt krass, was so ein Boden mit einem Raum macht. Das sieht einfach so viel schöner hier aus. Als nächstes bauen wir hier Regale ein. Während wir bei Tobi am LKW geschraubt haben, hat Lukas bei uns in der Werkstatt die Küchenzeile und den Schrank geschweißt. Das Regal ist soweit fertig. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass die Kisten während der Fahrt rausrutschen. Damit das nicht passiert, haben wir hier so eine Kerbe reingeschnitten und jede Kiste mit einer Schraube versehen. Und schon hält das Ganze. Wenn man lange mit Freunden unterwegs sein will, braucht man auf jeden Fall eine Dusche. Die haben wir aus beschichteten Spanplatten in die Ecke gebaut. Wir haben eine richtig schöne Offroad-Duschwanne gebaut und zwar aus Alu-Riffelblech. Die bauen wir jetzt ein. Wir haben hier so eine Toilette, die deine Exkremente verschweißt am Ende und dann stinkt es einfach nicht. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist genial. Wir bauen jetzt die Toilette ein, dass sie auch hält und wir sie benutzen können. Und dann kann man während dem Kacken noch drehen, falls die Wand schöner ist. Ja? Nachdem das Bad fertig war, haben wir die Kisten in die Küchenzeile geräumt und damit das Ganze nicht so schäbig aussieht, wurden die mit Kastanienfurnier verkleidet. Als Griff für die Schubladen haben wir Winkelstahl montiert und dann das große Regal mit Kisten gefüllt. Der Schrank hier ist fertig. Für die Tischplatte haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir uns diese fette Eichenbohle besorgt. Die fräsen wir einmal ab, schleifen und ölen sie und dann können wir die einbauen. Gestern hatten wir die Platte einmal probeweise drin und heute haben wir sie jetzt final eingesetzt. Sie sieht wunderschön aus. Es ist 3 Uhr nachts, ich bin super fertig. Deswegen können wir das jetzt gar nicht mehr so genießen, dass die Platte endlich drin ist. Weil wir einfach nur noch fertig werden wollen mit der Karre. Alter, oh, Mann. Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Sogar noch besser. Ich montiere jetzt dieses wunderschöne Waschbecken. Jeder richtige Camper braucht natürlich eine ausziehbare Couch, auf der man auch schlafen kann. Dafür hat Johannes als erstes ein Stahlgerüst geschweißt. Die 3 Elemente von dem Bett hier verbinde ich jetzt mit Scharnieren, dann sollte man die nachher zur Couch zusammenfalten können. So ist das Ganze jetzt ein Sofa. Und wenn man das jetzt ausklappt, also das ist das stabilste und schwerste Bett der Welt. Ah. So, dann hat man ein Bett. Für unser Klappbett schneiden wir jetzt Matratzen zusammen und beziehen sie dann. Esther, kannst du hier auch mal schnell tackern? Aber klar doch. Perfekt, jetzt kann ich wieder rausgehen. Sag mal, sieht aus wie neu, Daniel. Als hätte man es genäht. Nur schneller. So, jetzt machen wir den ersten Sitztest. Oh mein Gott. Willst du eine ehrliche Meinung dazu? Ja, eigentlich schon. Es ist noch ultra hart. Mit dem Sofa ist die Wohnkabine jetzt fertig. In der Eile haben wir vergessen, das Einbauen zu filmen. Deswegen machen wir jetzt im Fahrerhaus weiter. Diese originale Rückenlehne nimmt viel zu viel Platz ein. Das ändere ich jetzt mal.
100 Quadratmeter mehr Platz, locker. Natürlich kann man ohne Rückenlehne nicht fahren, dafür bauen wir jetzt die alte einmal komplett um. Ey, diese Lehne ist fast wie ein Whirlpool. Es ist 2 Uhr nachts, ich gehe jetzt gleich hier in diesem wunderschönen Expeditionsmobil schlafen. Daniel bereitet noch ein paar Sachen in der Halle für morgen vor. Der zieht echt so krass durch, um dieses Projekt möglich zu machen. Die ganze letzte Woche gab es keinen Tag, wo wir vor 1 Uhr nachts ins Bett gegangen sind. In dem Projekt steckt auf jeden Fall so unfassbar viel Leidenschaft und Herzblut. Ich hoffe, dass es rüberkommt bei euch, wie begeistert wir dafür sind und wie dankbar wir auch einfach für 4Wheel24 sind, dass die uns hier bei dem Projekt unterstützen. Das ist so Hammer. Gute Nacht. Leute, es geht los. Das ist das Expeditionsmobil, in dem Daniel gerade schläft. Und Tobi hat die Schlüssel dabei. Ich gehe jetzt mal hinten bei Daniel rein und hoffe, dass er noch am Schlafen ist. Alles gut bei dir? Was ist los? Wir sind gerade einen Berg hochgefahren. Bist du wach? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh. Tobi, wir müssen dir was beichten. Was ist denn passiert? Daniel ist beim Rausfallen, hat er den Tisch abgerissen. Okay. So, wir fahren jetzt einmal zum Hang, wo ich eben geweckt worden bin. Diesmal bin ich aber wach. Mal schauen. Das ist so geil. Tobi hat gerade einfach einen neuen Unimog gekauft und direkt mal hier einen Härtetest gemacht. Einfach durchgepflückt. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg in die Halle und bauen weiter. Daniel ist auch dabei, der sitzt da ganz glücklich in der Kabine. Und wach ist er auf jeden Fall auch geworden. Weil die Fahrerkabine nachher auch unser Wohnzimmer ist, bauen wir diesen kleinen Ofen hier hin. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn der an ist. Sexy. Wir machen jetzt mit der Elektrik weiter. Dazu bauen wir jetzt hier die EcoFlow Delta Pro ein. Das ist ein richtig fetter Akku, der in unter 2 Stunden vollgeladen ist. Den haben wir sogar bei uns am Baumhaus benutzt. Außerdem können wir hier 3,6 kW ziehen. Das heißt, wenn uns auf der Fahrt was kaputt geht, können wir sogar mit dem Schweißgerät Sachen wieder zusammenschweißen. Hier hinten können wir jetzt die EcoFlow an den LKW anschließen. Dann wird sie während der Fahrt geladen. EcoFlow hat uns jetzt noch zusätzlich die Wave 2 geschickt. Das ist die kleinste tragbare Klimaanlage. In Norwegen werden wir die Kühlfunktion wahrscheinlich nicht brauchen. Das Coole ist aber, falls eine Standheizung ausfällt, kann die sogar heizen. Außerdem haben wir vor, im Sommer in die Wüste zu fahren. Da werden wir eine Klimaanlage auf jeden Fall gebrauchen können. Wir haben noch ein richtig geniales Upgrade für unser Dach hier oben. Und zwar haben wir jetzt von EcoFlow noch mal 2 von den Solarzellen hier gekriegt. Das sind die gleichen, die wir am Baumhaus haben. Mit denen sollten wir jetzt hoffentlich richtig autark unterwegs sein. Also hoffen wir mal, dass die Sonne scheint. Ich habe das Dach hier jetzt ein bisschen angeschliffen und das Fett mit Bremsenreiniger abgemacht. Ja, jetzt klebe ich das mit so einem Kleber drauf. Ich hoffe, das hält dann. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist eine richtig hammermäßige Folierung. Die Folierung sieht so krass aus. Und krass ist diese ganzen Details hier, dass es funktioniert. Ja, und jetzt geben wir schon Teaser, warum Jochen Schweizer draufsteht. Ich glaube, wir verraten euch schon ein kleines bisschen was. Und zwar erinnert ihr euch ja vielleicht, wo Jochen Schweizer noch draufsteht. Wir haben ja schon den Heli mit denen zusammen gemacht. Und der wurde ja auch vermietet. Von daher, eventuell vermieten wir das ganze Auto. Aber dazu sagen wir euch noch mehr im nächsten Video. Nach 3 Wochen harter Arbeit und unzähligen Nachtschichten ist aus unserem alten Feuerwehrauto ein richtiges Expeditionsmobil geworden. Wir sind bis ans Limit gegangen, um dieses Projekt möglich zu machen. Aber dafür ist jetzt ein Traum wahr geworden. Auch wenn bei weitem noch nicht alles perfekt geworden ist, war doch die Zeit für uns als Freunde unvergesslich. Und das ist doch das, was so ein Projekt ausmacht. Wenn wir jetzt mit ruhigem Gewissen nach Hause fahren können, müssen wir noch eine Sache testen. Und zwar den Hügel vom letzten Mal. Den haben wir nicht geschafft.
Jetzt haben wir die Karre durchrepariert. Jetzt müssen wir das nochmal testen. Wow, Alter! Offroad-Fahrzeug in der Größe und den Hang hoch, das ist beeindruckend. Ich hab's gerade eben gebaut und jetzt schrottet ihr es. Ist schon ein super geiles Gefühl, endlich unterwegs zu sein. Endlich! Oh, wir sind alle nur noch am Grinsen hier. Yeah. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt gerade zum Döner mit unserem Expeditionsmobil. So geil! Wie ist es so, die erste Mahlzeit im Expeditionsmobil? Ich bin froh, die erste Fahrt gemeistert zu haben. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall gehabt. Und zwar ist der Spritfilter voll gewesen. Das haben wir erfolgreich lösen können. Und ich freue mich auf die Dusche gleich. Oh ja. Und aufs Bett. Auf viele weitere Pannen. Da sind wir. Endlich zu Hause, ey. Herzlich willkommen zur Roomtour von unserem Expeditionsmobil. Ich zeige euch jetzt alles, was wir an diesem Truck umgebaut haben. Wir fangen jetzt mal hier vorne an. Bei so alten Fahrzeugen hat man oft das Problem, dass die Beleuchtung gar nicht ausreichend ist. Wir haben jetzt die originalen Scheinwerfereinsätze gegen LED-Einsätze getauscht und oben einen richtig fetten LED-Strahler hingebaut. Außerdem haben wir damit der Motor, wenn wir mal in richtig tiefe Gewässer reinfahren, einen Schnorchel dran gebaut. Der ist direkt mit dem Luftfilter verbunden und der Motor saugt jetzt da oben die Luft an. Ich habe richtig lange nach den größten Reifen gesucht, die hier unter diesem LKW passen. Der Reifen ist deutlich größer als der originale. Das bringt sehr viele Vorteile mit sich. Zum einen kommt der LKW weiter weg vom Boden. Das heißt, wir können über größere Steine fahren. Wir haben eine höhere Endgeschwindigkeit und das grobe Profil sorgt dafür, dass wir durch jedes Gelände durchkommen. Stauraum ist bei Expeditionsmobilen natürlich sehr wichtig. Dafür haben wir zwei riesige Edelstahlboxen unter diese Kabine geschraubt. Um das Fahrzeug deutlich geländegängiger zu machen, kann man diesen Unterfahrschutz hier hochklappen. Falls uns ein Reifen kaputt geht und wir den tauschen müssen, haben wir hier einen Ersatzreifen dabei. Und um den leichter hoch und runter zu heben, weil die Reifen sind echt schwer, 160 Kilo wiegt so ein Ding, haben wir hier seitlich eine Winde dafür. Wir gehen jetzt einmal rein und dann zeige ich euch den Innenraum. Das ist unsere Mini-Terrasse, die haben wir extra gebaut, um leichter in den Truck reinzukommen. Der ist nämlich ziemlich hoch und wir haben noch diese Leiter hier. Auf der gigantischen Holzplatte kann man auf jeden Fall richtig gut kochen. Wir haben es noch nicht geschafft, ein Gasherd hier einzubauen. Der fehlt leider noch, aber der kommt auf jeden Fall noch hier rein. Hier hinten haben wir ein wunderschönes Steinwaschbecken. Ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, dass wir das noch nicht angeschlossen haben, weil hier der riesige Wassertank fehlt. Daniel hat den komplett fertig geschweißt und er war am Ende undicht und wir haben es einfach nicht hingekriegt, den dicht zu schweißen. Wie ihr seht, haben wir hinten noch mehr Stauraum. Wir fahren ja mit 9 Leuten nach Norwegen und jeder kriegt dann eine Schublade, wo er seine ganzen Sachen reintun kann. Ich zeige euch jetzt noch was Witziges und zwar ist das unser Mini-Badezimmer. Und zwar ist hier eine Mini-Toilette drin, da kackt man in einen Beutel rein und die Scheiße wird dann vakuumiert und abgeschnitten und dann stinkt es nicht und alles ist sauber. Das kann man nicht reinschneiden. In einem Expeditionsmobil hat man natürlich nicht so viel Platz, deswegen haben wir hier die Dusche auch mit reingebaut. Da kann man sich jetzt hier duschen. Das kann auch alles nass werden, das ist kein Problem. Ich stehe nämlich in der Duschwanne drin, also der ganze Raum ist quasi eine Duschwanne. In einem Wohnzimmer darf natürlich nicht eine gemütliche Couch fehlen und Johannes hat hier eine Klappcouch gebaut. Das heißt, man kann hier drauf auch schlafen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und schon ist das Bett fertig. Oh, ist auf jeden Fall auch echt gemütlich geworden und hier passen mindestens 3 Leute drauf. Ne, maximal 3. Hier oben geht's hoch ins Schlafzimmer, da können wir das Dach auffahren. Das zeigen wir euch allerdings erst in Norwegen. Wir haben auch noch von Ecoflow diesen Kühlschrank hier bekommen. Der ist richtig cool, der hält 40 Stunden nur mit Akkus durch. Und den können wir auch mit den Solarzellen auf dem Dach laden. Allerdings nehmen wir den jetzt nicht mit, weil es keinen Sinn macht, den Kühlschrank mit nach Norwegen zu nehmen. Da ist nämlich eh schon super kalt. Wir fahren ja jetzt in den Schnee, aber wir wollen auf jeden Fall auch nochmal durch die Wüste fahren und da brauchen wir dann den Kühlschrank. Wir haben von unserem Wohnzimmer einen Durchbruch in die Fahrerkabine gemacht und da gehen wir jetzt einmal rein. Damit man hier überhaupt durchkommt, kann man die Rückenlehne rausnehmen, so, und dann geht's ganz leicht. Das Besondere an diesem Auto ist, dass hier 9 Leute mitfahren können. Das war uns super wichtig, damit wir möglichst viele Freunde mitnehmen können. Wie auch in unserem Baumhaus haben wir den Tisch hier oben an der Decke hängen. Den holen wir jetzt mal einmal runter.
Für den Tisch haben wir hinten noch ein Tischbein. Das können wir jetzt hier dran schrauben. Zack, jetzt haben wir hier einen Tisch, können dran essen oder irgendwelche Kartenspiele spielen. Wir haben hier oben noch eine zweite Platte, damit könnten wir jetzt noch einen zweiten Tisch aufbauen oder diesen ganzen Bereich in ein Bett verwandeln. Das zeigen wir euch jetzt einmal. Jetzt haben wir hier eine riesige Liegefläche und müssen nur noch eine Matratze drauflegen. Meistens fährt man ja mit dem Expeditionsmobil an einen wunderschönen Ort mit einer wunderschönen Aussicht. Und um das dann auch noch zu genießen, haben wir hier einen Kamin eingebaut. Den machen wir jetzt mal einmal an. Wir hoffen, dass euch der Umbau vom Feuerwehrauto zum Expeditionsmobil gefallen hat. Eigentlich schon lustig, dass jetzt hier ein Kamin im Feuerwehrauto drin ist. Im nächsten Video fahren wir dann los nach Norwegen. Ich bin gespannt, was bei diesem alten Auto alles kaputt geht. Oh!